Wenn eine Peperoni und eine Lasagne zusammen ein Kind hätten, gäbe es die Lasagne-Peperonis. Als erstes schneide ich den Deckel von der Peperoni ab. So. Und tue sie aushöhlen. Den Deckel nicht wegschiessen, den brauchen wir nämlich dann. Wenn du jetzt eine Peperoni hast wie die, die so etwas schräg ist, macht das gar nichts. Dann kannst du nämlich hier etwas beschissen. Du kannst ein kleines Stückchen abschneiden, aber aufpassen, dass du kein Loch drin machst. Jetzt machen wir die Füllung der Lasagne. Für das braten wir zuerst Zwiebeln anbraten und den Knoblauch. Und dann gebe ich noch das Fleisch dazu. Jetzt würze ich es würzen mit Salz und ein bisschen Pfeffer und gebe die Belatti dazu. Das Ganze lasse ich dann noch ein bisschen köcheln. Anstelle von einer Bechamelsauce mache ich ganz einfache weiße Sauce, die aus Frischkäse, Ei und Sprinz besteht. Würzen tue ich die Soße mit etwas Salz und Pfeffer. Weil die Lasagneblätter beim Peperoni-Eichentuch spiegeln muss, habe ich sie schon vorgekocht. Und jetzt bauen wir die Lasagne zusammen. Und für das nehme ich als erstes etwas von meiner Tomaten-Hackfleischsoße, ein Lasagneblatt. Und nachher kommt etwas von der weißen Soße drin. Und das wiederholen wir jetzt, bis wir keinen Platz mehr haben. Jetzt streue ich überall noch etwas Mozzarella drüber. Und setze noch den Deckel drauf. Und jetzt kommen die Peperoni für ca. eine halbe Stunde in den Vorgeheiztofen. Et voilà, die Peperoni-Lasagne-Kinder sind geboren.